Okay, so was sind aber jetzt herzlich willkommen zum Video von mir. Und ja, Jungs, und zwar möchte ich heute einfach mal die beste Maus zum Refund vorstellen. Diese Maus kann einfach alles, wenn ihr zum Beispiel seht, Mausi Views kann man mit der krass. Achso, oben rechts seht ihr die, by the way. Das ist die Logitech G502. Und ich habe die ein bisschen modifiziert, man sieht es an der Seite. Hier habe ich ein extra Gummi eingesetzt, was ich hier habe, weil die an der Seite so einen komischen Knopf hat, der mich mega aufregt, und deswegen habe ich den einfach rausgeschnitten, weil ich dachte mir so, ja, Bruder, ich behalte die sowieso, die Maus, und keine Ahnung, dann juckt es mich auch nicht, wenn die nicht mehr zurückschickbar ist, oder keine Ahnung, was, wie man das nennt. Deswegen ist mir das eigentlich recht egal, weil die halt unnormal geil ist, die Maus. Und by the way, ihr könnt mir gerne auf Insta, Twitter oder gerne auf Twitch folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Support ist kein Mord und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, wir fangen jetzt erstmal direkt an. Also Mausi-Views habt ihr ja gerade schon gesehen. Das geht auf jeden Fall mit der Maus sehr, sehr gut. Und das ist schon mal ein Aspekt, weil viele Mäuse, die können zwar dann, mit denen kannst du ganz gut Butterflyen oder so, aber dafür können die halt, nehmen keine Double-Klicks an oder so. Okay, das war jetzt widersprüchlich, aber können nicht Mausi-Views, und man ist mit dieser Maus einfach überhaupt gar nicht so festgekettet mit der Refill-Art. Das ist einfach mega entspannt. Also das erste Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz entspannt, ich mache jetzt ganz entspannte Double-Taps. Und man sieht schon, dafür, dass ich so entspannt klicke, wisst ihr, es ist einfach so krass, wie viele Suppen ich in die Bar reinbekomme. Also wenn man zum Beispiel ganz schnell klicken kann, ich kann jetzt nicht so schnell klicken, dann guck mal, wie entspannt das ist. Und ich streng mich wirklich nicht an. Und überleg mal, mit anderen Mäusen würde ich das jetzt mit der XCD machen, würde der Refill ungefähr so aussehen. So. Das ist abnormal. Also ohne Scheiß. Auch mit anderen Mäusen. Also mit dieser Maus kann man einfach so entspannt. Keine Ahnung, ihr macht einen Double-Click am Anfang. Also lasst eure Finger einfach nur rauffallen. Und habt schon Double-Tap. Wenn ihr das jetzt nicht machen wollt, könnt ihr auch einfach nur so machen. Und habt dann trotzdem viele Suppen in der Bar. Das kann ich zwar nicht so gut dann, aber. Also Jungs, ohne Scheiß, für Double Tap, ich kann normalerweise null Double Tappen, und jetzt zum Beispiel im Fight mache ich dann so, kann ich jitter und mache einfach nur ganz entspannt so und kann weiter spielen, wisst ihr. Und davor sah das ungefähr so aus, abgekackt gefühlt beim Jittern, und dann habe ich so gemacht, so. Also so ganz komische Refills, also keine Ahnung, also zum Double Tappen ist die Maus wirklich unmenschlich gut, also empfehlenswert. Ich bin dadurch auf die Maus gekommen, weil Sasuke hat das in seiner Beschreibung irgendwie stehen, dass die beste Maus zum Double Tap ist, und ich dachte so, ist das wirklich so? Und ich hätte halt nicht gedacht, dass sie zum Beispiel auch so gut zum Jittern, weil man dieses Klicken so gut hört, und dieses Klicken ist gefühlt für sich einfach richtig gut. Es ist einfach echt cool, mit der Maus zu jittern, zu Double Tap, alles. Double Jitter geht sowieso gut, weil sie gefühlt jeden Klick annimmt. Ah, warte. Also, ohne Scheiß, mit Double Jitter, also ich bin gar nicht so eingespielt, ich habe ihn gerade erst, oder bin ihn gerade erst nach Hause gekommen. Wenn man mit Double Jitter richtig eingespielt ist, so gerade, ich bin nicht so eingespielt damit gerade. Ich meine, das ist abnormal, wie schnell man damit reefen kann. Also ohne Scheiß, das ist echt krank, das ist wirklich krank. Das Einzige, was an der Maus ein bisschen blöd ist, man sieht ein bisschen, dass die Tasten relativ schmal sind, sprich, auf einer Taste könnt ihr jetzt nicht gut butterflyen, aber wenn ihr halt so butterflyt, also so, dann könnt ihr einfach ganz entspannt auch richtig schnell, also refillen. Aber ich finde es, wenn ich jetzt nochmal eingespielt werde, Double Jitter eingespielt wäre, es ist halt so unmenschlich krass, wie schnell man damit refillen kann, ne? Also, oh mein Gott, ohne Scheiß, ich liebe diese Maus, einfach weil der Sensor aus finde ich geil, man kann damit übel schnell refillen, und gefühlt ist es so, dass die Refills konstanter und besser sind, wenn man einfach Double Tappt. Man kann mit dieser krass, so krass Double Tappen, ich check's einfach nicht. Und halt, wie gesagt, auf Double Jittern würde ich jetzt mal angespielt sein. Also ohne Scheiß, empfehlenswerte Maus, also, keine Ahnung, war jetzt nicht das längste Video von mir, aber ich kann euch die auf jeden Fall nur ans Herz legen, falls ihr eine Maus sucht. Ansonsten, es gibt 100 Millionen Mäuse, die halt genauso gut sind, zum Beispiel eine XCD, eine Death Adder Expert, nicht so mein Fall, Elite auch nicht so mein Fall, ich weiß nicht, bei der Elite habe ich das Gefühl, dass ich so ausraste beim Jittern, auf jeder Taste gefühlt 14 CPS mache und dann so ein Refill raushau. Das ist so merkwürdig. Und hier, ich jitter nur ganz entspannt, Digga, und auf einmal sind alle Suppen in der Bar. So. Also es ist halt schon krank. Ja, das war's eigentlich zum Video. Ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzeres Video war, aber ich weiß nicht, ich würde euch das einfach mal sagen, weil ich echt zufrieden bin mit der Maus, und falls ihr echt eine sucht, ich kann euch die ja mal verlinken. Ich habe kein Amazon-Reflink oder so. Ich verlinke die einfach so. Also macht damit kein Geld. Und ja, Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.
Und ja, lasst gerne ein Like da, könnt es anderen Leuten zeigen, falls sie eine Maus suchen oder sonstiges. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüssi.